Hey Leute, willkommen zurück hier bei Femir Royce. Und die heutige Folge starten wir damit, dass wir David ein wenig umgestalten und ihm auch einen eigenen Raum geben. Ja, bei der Frisur hatte er erst so eine, ja, sehr interessante Frisur. Und ich habe ihm jetzt halt so eine ganz schicke gegeben aus Into the Future, die ich bisher, glaube ich, auch noch nicht wirklich genutzt habe. Ich finde, ihm steht sie echt gut, trotz dieser Locke, die er da vorne hat. Aber sie sieht auf jeden Fall ordentlich aus, gestylt. Und das gefällt mir irgendwie sehr gut bei David. Finde, das steht ihm sehr gut. Dann bei seinem Bart hatte er vorher eben nur so um den Mund herum ein bisschen was. Das habe ich ihm quasi noch so ein bisschen bisschen 3-Tage-Bart an den Seiten dazu gegeben, aber das so in der Mitte bleibt quasi, finde ich irgendwie ganz gut. Ja, finde ich, steht ihm eigentlich alles ganz in Ordnung. Also ich wollte ja trotzdem, dass er weiterhin wie David aussieht, aber ich mag die neue Frisur auf jeden Fall definitiv besser an ihm. Und mir ist auch aufgefallen, dass es irgendwie kaum Augenbrauen gibt. Für Sims und Sims 3. Ich bin irgendwie so die wahnsinnige Auswahl aus Sims 4 gewohnt und das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass ich da gar nicht viel wählen konnte, weil Augenbrauen doch wirklich irgendwie viel auch vom Gesicht ausmachen, wie sie geformt sind und so. Ja, und dann habe ich ihm hier auch mehrere Alltagsoutfits gegeben. Ich habe halt einfach so ein bisschen rumgeguckt, was ihm denn stehen könnte und war mir auch erst ein bisschen unsicher, was so sein Stil ist. Und dann bin ich hier über dieses Hemd mit Weste gestolpert und fand das irgendwie sehr passend. Also ich fand, es steht ihm sehr gut. Ich gestalte es gleich noch ein bisschen um, dass es ein bisschen andere Farben bekommt, aber ich finde trotzdem, dass es sehr, sehr gut an ihm aussieht. Und darüber hat sich dann auch so ein bisschen sein Stil ergeben. Also er hat schon einen schicken Stil, wie ich finde. Also, dass er nicht einfach irgendwas trägt, wie Moritz oder so. Und er ist auch nicht so super cooles wie Julian, sondern dass er halt einfach sehr schicke Kleidung, sehr ordentliche Kleidung trägt. Aber halt eben trotzdem mit Stil. Keine Ahnung. So würde ich jetzt zumindest sagen, ich bin halt kein Styling-Experte, deswegen finde ich das aber ein bisschen komisch, wenn ich sage, ja, er hat Stil, weil, naja, was weiß ich denn schon, ob er wirklich Stil hat oder nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, die sehen cool aus, die Outfits, die er jetzt so bekommen hat. Dann seine Lieblingsfarbe ist dunkelblau, deswegen hat er hier auch einige Outfits eben in dieser Farbe bekommen. Also ich habe darauf geachtet, dass so die Farben sehr dazu passen, wo mir gerade einfällt, dass Amelies Lieblingsfarbe ja rosa ist, das ganz schön klischeehaft ist. Er mag dunkelblau, sie mag rosa. Aber hey, das ist zufällig vom Spiel festgelegt, das habe ich mir nicht ausgesucht. Und es ist ja auch nur bei diesen beiden Sims immer so. Und dann als zweite Alltagskleidung hat er ein sehr sommerliches Outfit. Ich fand dieses Oberteil hier aus Showtime, glaube ich, sehr gut, sehr passend für ihn. Finde ich auch wieder irgendwie stilvoll, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so lässig und ja, passt sehr gut mit den Hosen und mit den Schuhen, mit den Sandalen oder Flipflops, keine Ahnung. Ja, Flipflops sind es nicht, sind Sandalen. Ich fand irgendwie, das sah ganz gut an ihm aus. Und dann als dritte Alltagskleidung hat er wieder etwas Langes, etwas Langärmeliges bekommen, was finde ich auch ganz cool aussieht, was ich glaube ich auch bisher noch nicht wirklich genutzt habe. Also ich versuche sehr oft auch bei Kleidung irgendwie zu überlegen, so, das habe ich noch gar nicht benutzt. Oder gerade hat auch jetzt in diesem Let's Play möglichst noch nicht benutzt. Und das passt irgendwie gleichzeitig auch sehr gut zu dem Sim. Also ich finde auch das Oberteil aus einfach tierisch ist das, finde ich sehr gut an ihm. Steht ihm eigentlich echt gut. Und ja, deswegen soweit sein Stil. Also ich finde ihn irgendwie cool. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben soll, den Kleidungsstil, aber ich mag ihn und es ist auf jeden Fall ein anderer Kleidungsstil, als meine bisherigen Sims so hatten. Und dann bei der Abendkleidung habe ich ihm auch wieder 3 Outfits gegeben. Zum einen hat er halt eben einen schicken Anzug bekommen für Essen gehen und so weiter und vielleicht auch für eine Hochzeit, die noch ansteht, die wahrscheinlich noch kommen wird. Ja, da habe ich ihm halt mal so einen schicken Anzug gegeben. Gerade bei der Abendkleidung weiß ich immer nicht, ob ich die schon anderen Sims gegeben habe, weil so wahnsinnig viel Auswahl gibt es auch nicht, zumindest bei diesen klassischen anzugmäßigen Sachen. Und habe ihm aber hier so einen in einem Grau gegeben, also keinen schwarzen Anzug, sondern den Grauen. Und der steht ihm auch sehr gut. Also ich finde, ihm steht ein grauer Anzug sehr gut. Und dann als zweite Abendkleidung habe ich ihm ein etwas lustigeres, ja, Party-Outfit gegeben. Also ich würde sagen, das ist was zum Feiern gehen. Denn da sieht er ein bisschen aus wie ein Cowboy mit diesem Hemd da. Keine Ahnung.
Ich fand es irgendwie cool und deswegen habe ich das gewählt. Fragt mich nicht, wieso. Eigentlich hätte ich ihm auch noch einen Cowboy-Hut geben sollen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ich wollte es nicht übertreiben. Ich dachte mir, das Hemd mit den Jeans und so, das reicht schon aus. Und Cowboy-Stiefel habe ich ihm auch nicht gegeben. Aber ich mochte das Hemd, keine Ahnung. Und dann halt auch noch so mit so Musiknoten. Also kann ich mir vorstellen, irgendein Club oder sowas, kann man das ja mal tragen. Und dann hat er zusätzlich aber auch noch ein bisschen cooleres Party-Outfit hier mit weitem Ausschnitt, was so ein bisschen seine Brustbehaarung zeigt. Finde ich immer ganz interessant. Ja, hat er hier halt noch als weiteres Abendoutfit, als Party-Outfit eben. Ich finde das irgendwie mittlerweile richtig cool in Sims 4, dass man einerseits die Abendkleidung hat, halt eben fürs schicke Ausgehen und sowas. Und dann aber halt noch die Partykleidung für irgendwie eine Disco oder zum Tanzen gehen und sowas, dass man das so ein bisschen unterscheiden kann. Und in Sims 3 packe ich halt immer beides in diese Abendkleidung-Kategorie. Und dann laufen die Sims manchmal ein bisschen unangemessen rum. Aber ja. Hier haben wir dann halt eben ne, also Schlafkleidung, Sportkleidung, Badekleidung ist jetzt alles nicht so spannend, habe ich auch nicht so viel geändert. Dann bei der Outdoor-Kleidung, da ist er, finde ich, sehr, sehr schick geworden. Einfach auch, weil ich so mega begeistert von dieser Jacke hier bin, die halt ganz in Schwarz ist. Und ja, schon fast ein Mantel, ein kurzer Mantel. Und dann dazu, eigentlich hätte sich diese schwarze Hose, wäre eigentlich sinnvoll gewesen, weil er in zwei von drei Alltagsoutfits diese schwarze Hose trägt, aber das war mir dann doch zu viel schwarz. Dann hätte er quasi auch wieder so einen Anzug getragen. Deswegen hat er dann so eine Jeans bekommen. Und dann als Arbeitskleidung, da hat er irgendwie noch keine festgelegt gehabt, weil er noch nicht arbeiten war, aber ich habe ihm dann halt dieses Krankenpflegeoutfit gegeben, weil er ja in der Arztkarriere ist. Genau, oder in der Medizinkarriere, weil er ist ja noch kein Arzt. Und ja, hier kommt jetzt sein Raum. Ich habe da ein paar Objekte eben aus dem Familieninventar benutzt, die wir halt noch haben. Das hier ist das alte Bett von Luena und aber natürlich auch einige neue Sachen gekauft. Und am Ende der Folge rede ich nochmal darüber, warum genau er jetzt einen eigenen Raum bekommen hat. Nicht, weil ich euch irgendwie teasen möchte und dass ihr dann bis zum Ende der Folge dabei bleibt. Ihr könnt halt auch einfach hinskippen. Aber ich habe vorher nicht dran gedacht. Mir ist erst dann so am Ende eingefallen. Ach ja, darüber wollte ich ja auch noch reden. Deswegen, falls euch das interessiert, falls ihr euch das fragt, dann schaut bitte zum Ende der Folge, weil ich das da nochmal versucht habe zu erklären. Genau, und er bekommt halt hier jetzt den früheren Raum von Moritz, der auch ein bisschen größer ist als der andere Raum. Ich denke mal, aus dem anderen Raum wird da noch ein Kinderzimmer vielleicht oder so, mal sehen. Genau, dann kommen hier noch so ein paar alte Bilder und sowas hinzu, so ein paar Objekte, die wir halt einfach noch haben im Familieninventar. Ein paar Sachen, die finde ich ganz gut dazu passen. Ich war mir bei seinem Raum, also bei seinem Stil in seinem Raum auch noch nicht so sicher, was er jetzt so haben würde, aber ich dachte, nicht wirklich überladen, nicht wirklich viel, sondern schon eher ein bisschen ordentlicher. Und genau, habe mal geguckt, was für eine Lampe wir hier verwenden könnten und habe mich dann für diese hier entschieden. Ansonsten halt eben die schon vorhandenen Lampen benutzt, zum Beispiel so eine schöne Stehlampe am Fenster. Fand ich irgendwie ganz cool. Und ja, aber hauptsächlich ist der Raum halt eben für seinen eigenen Schreibtisch da, aber wir haben bisher ja hauptsächlich den Schreibtisch bei für Leon, an dem er halt immer seine Bücher schreibt, aber er als Workaholic und ehrgeiziger Sim braucht ja auch seinen eigenen Schreibtisch, an dem er immer arbeiten und von zu Hause aus arbeiten, Papierkram machen kann. Deswegen fand ich das auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass er hier seine eigene Schreibtischecke hat, für die wir hier ja in Moritz' ehemaligem Zimmer eine richtig schöne Nische haben, die sie also sehr gut angeboten hat. Und ja, wie schon erwähnt, ne, blau ist seine Lieblingsfarbe, also auch blaue Wand, also die ehemals orange Wand von Moritz wurde hier blau eingefärbt, also quasi umgestrichen. Dann das Bett auch blau. Und ansonsten habe ich es versucht, relativ neutral zu halten. Haben hier halt eben so verschiedene Holztöne. Also ich habe so ein paar Sachen ein bisschen umgefärbt, wenn ich dachte so, ja, vielleicht hat man die doch lieber umgestrichen, weil das doch nicht ganz so Davids Stil ist. Und andere Sachen habe ich aber einfach so beibehalten. Habe das so ein bisschen versucht zu balancieren, dass halt nicht alles neu ist und nicht alles perfekt zusammenpasst, aber trotzdem auch nicht total eigenartig aussieht. Das ist so ein bisschen der Plan. Ja, und das ist eigentlich schon so zum Großteil der Raum, wie er aussieht. Ich glaube, hier kommt dann nur noch so ein bisschen Wanddeko hin, einfach weil diese Wand ziemlich leer ist und weil man da auch nicht wirklich was hinpacken kann.
weil da ziemlich wenig Platz ist, man da ja auch noch Platz machen, also Platz lassen möchte, um das Bett rum herumzukommen und dann auch noch zu dem Balkon rausgehen zu können. Und ja, deswegen war es das eigentlich so ziemlich für den Raum hier, so zwei, drei Objekte platziert, die hier irgendwie noch mal im Familieninventar passen würden. Und dann gehen wir auch schon ins Gameplay über. Und wir starten mal wieder in Sophias und Leons Zimmer, denn jetzt gedacht, Sophia ist wach. Ah. Gut, dann kannst du hier mal das Bett machen, dich umziehen. Hier hatten wir jetzt die Wäsche gewaschen, ne? Ja, sehr schön. Mir fällt gerade ein, hat sich jemand mal um die Fische gekümmert? Jep, da sind ein paar Fische verendet. Gut, dann füttern wir da mal ein bisschen. Und du bist wach, solltest du eigentlich gar nicht. Aber na gut, wenn du jetzt schon wach bist, kannst du auch einfach duschen gehen. Dann bist du heute nicht so ausgeschlafen. Was soll's? Und bei dir, du arbeitest da auch bald. Alles klar. Ja, jetzt, also jetzt die Nacht hat er halt noch bei Amelie geschlafen. Mal gucken, wie es dann die nächste Nacht ist. Genau, du kümmerst dich immer um die Fische. Die vergesse ich ja halt total, weil die halt auch hier stehen. Und weil das ja eigentlich auch Moritz' Ding war, sich um die Fische zu kümmern. Wir haben hier immer noch eine Kröte, einen Goldfisch und eine Qualle drin. Kann eigentlich irgendjemand angeln? Ach, kann nicht die Kleine angeln? Ja, die Kleine kann ein bisschen angeln. Vielleicht kann sie ja noch ein paar Fische angeln dafür. Mal sehen. Ich glaube, ich muss mich auch nochmal um die Pferdis kümmern. Vielleicht solltet ihr euch nicht unbedingt gegenseitig pflegen. Vielleicht kannst du nicht mal ein bisschen Heu fressen und trinken. Du hattest eigentlich genug Bewegung. Du kannst hier was trinken. Dann kann Romina gleich den Pferdeball nutzen. So, Pferdeball spielen. Und danach mal hier auch was trinken und grasen. Genau. So, Amelie geht zur Arbeit. Alles klar. Viel Spaß. Du hast dich darum gekümmert. Dann würde ich dich mal nach unten zum Frühstücken schicken. Ja, wir haben ja noch genug Frühstück. Und die Kleine sollte vielleicht noch mal frühstücken oder geht sie in der Schule? Ja, ich glaube, ich schicke sie einfach in der Schule dann frühstücken. Das passt schon. Du kannst mal wieder Vorlesungen halten. Dann kombinieren wir hier das, dass wir Vorlesungen halten müssen, direkt damit, dass wir eh zur Schule müssen. Fachbereichsleiterin. Naja, gut. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst hier vielleicht mal ein bisschen kauen. Und dann ein paar Sammelobjekte erschnüffeln. Dir geht es eigentlich auch gut. Magst du vielleicht mal hier draußen pieseln und dann kratzen. Und dich dann mal wieder putzen. Wobei sie ja eigentlich schon sauber ist, die Katze, ne? Aber egal. Katzen putzen sich ständig. Da wird nie zu viel geputzt. Vielleicht magst du mal aufstehen und noch das Bett machen vor der Arbeit. Mit Amelie zusammenziehen. Wow, David. Und du möchtest Aragorn zähmen. Ich weiß noch nicht genau, ob er viel mit den Pferden machen will, weil eigentlich ist er ein Workaholic. Das heißt, er wird sehr viel sich mit der, sehr viel mit seiner Arbeit beschäftigen. Aber wir werden es ja sehen. Du kannst auf jeden Fall mal aufstehen. Und du möchtest angeln gehen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt im Winter, aber wäre halt eigentlich mal eine gute Idee, wenn wir hier eh Probleme damit haben, das Aquarium zu füllen. Beziehungsweise halt Fische verendet sind, weil wir sie nicht genug gefüttert haben. Aber ja. Dann kannst du dir vielleicht mal dein Karriereoutfit anziehen. Dich hier um die Hühner kümmern. Ach ja, hier steht ja noch der Sensenmann. Dann gucken wir mal. Aurora sollte es ja gleich ganz gut gehen. Aurora kann es hier vielleicht mal ein bisschen grasen. Den Stall könnten wir mal säubern. Den auch. Gucken wir gleich mal. Wie sieht es bei dir aus? Solltest du hier nicht mit dem Pferdeball spielen?
ich dir das nicht schon längst gesagt, dass du das machen sollst? Ah, okay. Nee, das sieht eigentlich ganz gut aus, auch mit den Pferdis. Dann ist Leon jetzt wach. Genau, du triffst medizinisches Personal. Du kannst nochmal mit Freunden sprechen. Das ist immer eine gute Idee. Wir haben uns ja auch hier mit Leo Pascal noch nicht ganz angefreundet, obwohl wir das noch machen sollen. Du machst mal das Bett. Lass dich dann anziehen und frühstücken. Wir haben mal wieder ein exotisches Ei. Wieder hier ein bisschen Gratisgeld. Sehr gut. Okay, dann können wir vielleicht noch mal hier unten den Komposter füllen. Das ist immer ganz praktisch. Gut. Vielleicht machen wir dann heute mal wieder was mit den Pferden. Wir wollten immer noch Goldie zähmen. Darauf würde ich gern hinarbeiten wollen. Flame Royce führen müssen wir eigentlich nicht. Kannst du danach pieseln? Ja, sehr gut. Goldie hat genug mit dem Pferdeball gespielt. Dann kann nämlich gleich auch Flame damit spielen. So. Dann kannst du danach da reingehen. Gleich. Ah, ja, irgendwie möchte Romina gefühlt nicht mit dem Pferdeball spielen. Aber gut, hat sie ja noch genug Zeit für. Kann sie ja danach machen. Aurora braucht ja jedenfalls ein bisschen Aufmerksamkeit. Das passt schon. So. Genau, dann kannst du nämlich gleich hier reingehen. Pieseln, dann hier nochmal ein bisschen Gras und dann kommt bestimmt Sophia zu dir. Oder vielleicht kommt sie auch erst zu Flame. Wir gucken mal. Erstmal wird hier ein bisschen der Stall sauber gemacht, dass der nicht irgendwie anfängt zu stinken. Das ist immer ganz gut. Kannst du den Stall danach auch noch säubern und dann gucken wir mal, welches Pferd zuerst bereit ist. Eigentlich würde ich auf jeden Fall gern erst Flame sauber machen, weil der jetzt schon ganz schön stinkt. Das wäre schon ganz gut. Du möchtest dich mit allen Kollegen anfreunden. Okay. So, Nacho, wie geht's dir? Wie geht's der Katze? Der Katze geht's super. Dann hast du noch mal ein paar Sammelobjekte schnüffeln. Du bist hier fertig. Wo ist denn die Katze? Vielleicht kannst du noch mal irgendwie Hugo noch mal loben. Ja, bürsten musst du nicht, die Katze putzt sich schon selber. Nochmal streicheln. Ja. Nochmal auf Toilette gehen. Hast du eigentlich eine Aufgabe? Ja, du sollst nochmal bei Sims für das Restaurant werben. Und hast du dich jetzt eigentlich schon mit Julian angefangen? Ja, hast du? Sehr gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Eigentlich würde ich ihn gerne noch das Buch zu Ende schreiben lassen, ne? Wir können ihn erstmal noch im Garten arbeiten lassen. Das haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gemacht. Müssen die Pflanzen eigentlich noch gegossen werden? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die wurden schon Tag gegossen. Also in der Nacht, besser gesagt. Dann kannst du den Garten pflegen. Dann kannst du hier pieseln, was aus dem Napf futtern. So. Was ist denn hier am Handy? Genau, wir gehen gleich mal zu Flame. Nein, du sollst kein Nickerchen machen. Ach, Goldie. Was haben wir hier wieder für den Anruf? Okay, keine Ahnung, was das für ein Anruf war. Vielleicht ein Scherzanruf oder so. Passiert ja auch manchmal mit Tyler auf einem Teich fahren. Genau, jemand von euch hat jetzt dann gemeint, dass es der Tyler mit den blonden Haaren war. Was auch Sinn macht, weil eigentlich die dann immer sich so ein bisschen wenigstens kennen, bevor sie ihn einladen. Das heißt, das ist der nette Tyler und das ist der Tyler, der uns versetzt hat, mit dem wir uns jetzt schon fast angefreundet haben. Naja, was soll's. So, genau, Flame, mein Lieber. Vielleicht magst du dich mal irgendwie an Sophia anschmiegen. Und dann kannst du hier mal gebürstet, gepflegt werden.
Das wäre doch mal ganz gut. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst auch mal in den Stall gehen, Heu fressen, pieseln. Paloma Joachim, hast du kennengelernt? Alles klar. Wie geht's dir? Dir geht's eigentlich super. Das ist schön. Danach kannst du hier mal ein bisschen grasen. Oh, müsst ihr euch jetzt ernsthaft wieder die ganze Zeit hin und her bewegen? Das ist richtig uncool, Leute. Wisst ihr das? Ihr habt so viel Platz hier. Ihr müsst euch echt nicht die ganze Zeit immer wieder hin und her bewegen. Bin mal gespannt, ob sie das jetzt wirklich jedes Mal wieder machen. Das ist nämlich sehr anstrengend. Du kannst danach hier mal grasen. Wenn du willst, kannst du danach nochmal mit Aragorn Kontakt knüpfen. Leute, ich habe keine Lust da drauf. Flame, lass es bleiben. Meine Güte, geh du nach da. So, und jetzt Hufe auskratzen. Meine Güte. Als ob ihr das nicht einfach so machen könnt. Dann dauert das nämlich immer 10-mal so lange, weil die dann immer wieder meinen, woanders hingehen zu müssen. Darum kümmerst du dich noch, ne? Dann kannst du den Komposter verwenden. Dann solltest du eigentlich auch fertig sein mit allem. Dann können wir die Kleidung hier mal hinhängen. Dann kannst du duschen gehen und weiter an deinem Buch schreiben. Ich möchte noch sehen, dass dieses Buch zu Ende wird. Die sind hier halt schon, ne? Senioren, schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie lange die noch Senioren sind. So. Und hier, Goldie. Nicht Goldie, sorry, Aragorn. Es ist, ja. Genau, du kannst dann auch in deinen Stall gehen, pieseln. Dafür haben wir das ja sauber gemacht, dass sie dann hier direkt wieder reingehen können. Dich können wir auch gern mal pflegen und dann aufsitzen. Und du kannst dann gern weiter mit dem Pferdeball spielen. Hier, mit dem aber bitte. Bevor das dann hier noch mit Goldie irgendwie. Oh, ich sage wieder Goldie mit Aragorn Probleme gibt. Irgendwann werde ich es noch zuverlässig Aragorn. Sag mal, habt ihr alle. Die haben alle gleichzeitig aus. Krass. Find ich nicht schlecht. An Logik müsst ihr ja arbeiten, ne? Ja, dann könnt ihr vielleicht gemeinsam heute mal ein bisschen an der Logik arbeiten. Du müsstest ja, dich ja noch mit Julian anfreunden, aber das können wir auch später machen. Gehen wir dafür. Nee, wir gehen, glaube ich, nicht in die Bibliothek, weil da war das ja nur draußen, dass man da Schach spielen kann, ne? Das war nur hier und ich möchte eigentlich nicht draußen in der Kälte Schach spielen müssen. Dann gehen wir lieber nach Hause mit beiden. Spielen da ein bisschen Schach. Du kannst dich vielleicht mit Leo Pascal anfreunden, der gerade noch in der Schule ist. Vielleicht kannst du dann mal. Ist hier. Ja, hier ist eine Schlittschuhbahn. Sehr gut. Dann kannst du vielleicht mal zum Winterfest gehen. Kannst ein bisschen Spaß haben. Spaß brauchst du sowieso ein bisschen. Die beiden kommen dann nach Hause. Passt. Genau, du arbeitest da dran und wir machen mal wieder ein bisschen was hier mit dem Pferdchen, mit dem guten Aragorn, dass der mal gezähmt wird. Der ist schon viel zu lange nicht gezähmt, muss man ja sagen. Ja, alles gut, Aragorn. Ist ja natürlich, selbst wenn er dann gezähmt ist, immer noch ein nervöses Pferdchen, aber und faul. Aber das wird hoffentlich schon. Ne, Aragorn, das wird schon. Okay. Mann, niemanden mag er so sehr wie Sophia. Das ist schon süß. So. Ah, du gehst in die Pfadfindergruppe. Ach so, okay. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass das heute auch der Fall ist. So, und dann würde ich mal sagen, ausreiten. Erstmal ein bisschen im Trab, halt während sie noch auf dem Grundstück sind. Ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt rausgaloppieren. Dann. Du hier vielleicht nochmal grasen, was trinken.
Ihr habt alle nur Wünsche mit Aragorn, ne? Ja. So, vielleicht mal hier hingehen. Ich kann so ein bisschen was mit Flame machen. Trainiere 3 Stunden. Okay. Können wir machen. Hufe von Romina auskratzen, können wir auch gern machen. Genau, David freundschaftlich begrüßen werden wir wahrscheinlich nicht mehr machen können. Dann können wir lieber die Pferdewünsche nehmen. So, ihr beiden seid da. Dann würde ich euch beide nach oben schicken. Hierhin, ein bisschen Schach spielen. Zumindest so ein Level. Wie sieht es bei dir aus mit dem Level? Wie lange dauert das bei dir? Ich finde das interessant, dass es bei ihr gar nicht angezeigt wird. Ah, doch, jetzt schon. Okay. Ja, so ein bisschen mehr als ein halbes Level braucht sie noch. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. So, jetzt kann sie ein bisschen galoppieren. Mit Aragorn. Mal sehen, wie lange wir da noch brauchen, bis das Pferdchen gezähmt ist. Gehen wir mal ran. Sieht er sich auch noch um? Ja. Dann kannst du dich mal hier hinsetzen. 50 Simoleons Trinkgeld mit. Einfach nur mit in die Öffentlichkeit spielen. Okay, können wir gern machen. So, dann spielen wir ein bisschen Schach, ne? Den beiden. Spaß brauchen sie eh. Gut, dann hat er. Ja, genau, der hat ja auch seinen eigenen Wäschekorb. Sehr gut. Warum sind die Lichter hier überall? Ach so, ja, stimmt, die werden ja immer für den Tag angeschaltet, alles klar. Bis sie wieder ausgeschaltet werden. Vergessen. Genau, du arbeitest da dran. Du bist gleich mit der Sache fertig. Oh, der ist ja auch noch da. Ist der etwa auch beim Pfadfinden? Okay. Spaß brauchst du. Ach, du hast ja, hä, du hast die sogar schon abgeschlossen. Nee, wahrscheinlich noch vom Tag, ne? Rennen Level 5 erreicht. Sehr gut. Ja, ich würde mich gerne mit Leo Pascal anfreunden heute. Ich weiß noch nicht, ob wir das hinkriegen. Wir gehen mal hier zum Jens. In der Hoffnung, dass er vielleicht auch rauskommt. Nach Hause geht. Da wohnt er ja. So. Wie sieht's hier aus mit ungezähmt sein? Sinkt da noch irgendwie was oder eher nicht so gerade? Weil irgendwie sinkt gerade das ungezähmt sein gar nicht. Ich das Pferd schon. Ah, jetzt sinkt was. Okay. Es sinkt also noch. Es dauert nur einfach. Okay. So, dann lass uns mal hier ein bisschen Spaß haben wenigstens. Ein Grußkartenfoto möchtest du mal. Oh, du kannst hier. Du kannst snowboarden gehen. Ich bin für Snowboarden. Hey, wer sitzt da? Ah, nee, ich bin Goldberg. Okay. Was ist jetzt mit dem Kind eigentlich? Ist der immer noch in der Schule? Hä, warum ist er den ganzen Tag in der Schule? Naja, gut. Ja, snowboarden. Komm, Kleine. Nach oben. Gehst du bitte einfach snowboarden? Warum geht sie nicht einfach snowboarden? Ich will nicht, dass du snowboarden gehst. So. Kann sie jetzt snowboarden gehen? Ich habe ihn resettet. Ich habe ihn für dich resettet, Mia. Jetzt geh hoch. Geh snowboarden! Meine warum kannst du das denn nicht? Level 3 hat er erreicht, sehr schön. Okay, dann können wir so nicht snowboarden. Dann machen Schneeengel. Ja, du willst snowboarden gehen, ne? Nur, dass du es dann nicht machst.
Ist das eine Katze? Katze! Hund? Hund? Katze? Katze. Sissy. Okay. So, dieses Kind ist immer noch in der Schule. Das wird heute nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, gehen wir danach nach Hause. Sanderson? Wer sind denn die Sandersons? Ah, nee. Janie? Ach ja, stimmt, Janie Belmont. Aber was macht der... Was macht dieser andere Teenager dort? Sind die zusammen? Oder ist der... Nee, hä? Ich bin total irritiert, was dieser komische Typ da macht. Aber gut. Warte mal, sie hat von diesem einen Schneegang jetzt so wahnsinnig viel Spaß bekommen? Wann ist das denn passiert? Dann geh du mal nach Hause. Das wird nichts mehr mit Leo Pascal heute. Genau, du gehst duschen. Auf Toilette kannst du eigentlich auch noch, wenn du dabei bist. Und dann schreiben. Gut, dich würde ich dann jetzt gleich echt mal ins Bett schicken. Ich möchte eigentlich auch mal Amelies Zimmer umändern, weil das auch noch sehr jugendlich wirkt. Aber ja, wie weit ist es denn jetzt eigentlich mit deiner Logik? Okay, das hätten wir vielleicht noch erhöhen können, aber geh du erstmal schlafen. Yay, Aragorn wurde endlich gezähmt. Sehr gut. Sehr, sehr gut, Aragorn. Ist jetzt auch echt angestrengt. Dann reiten wir mal hierher wieder zurück. Wie geht's euch denn allen? Ihr pflegt euch. Warum macht ihr denn immer das Pflegen? Wisst ihr, wie lange das dauert? Das ist doch nicht cool. Wie sieht's bei dir aus? Du kannst hier mal ein bisschen grasen. Du kannst das auch mal. So, wer möchte nochmal von Dingens umarmt werden? Ach, du warst das, du von Mia umarmt werden wolltest. Mia ist auf dem Weg nach Hause. Du galoppierst auch nach Hause. Ja. So, und dann würde ich dich ja mal hier an deinen PC schicken. Dann kannst du nämlich mal von zu Hause aus arbeiten. Kannst du noch irgendwas machen? Ich weiß gerade gar nicht, ob er da nicht auch noch was machen kann, aber nee, scheinbar nicht. Okay, genau, aber du möchtest ja von zu Hause aus arbeiten, deswegen können wir das gern machen. Genau, ihr könnt dann gleich mal anfangen zu traben, wenn wir hier so im Grundstück drin sind. Da ist die Kleine gerade angekommen. Wie sieht's denn aus? Möchtest du vielleicht... Warte mal, mit wem von den Pferdis hast du dich denn schon angefreundet? Mit gar keinem? Dann gehen wir einfach mal zu Aurora. Ich möchte nämlich schon, dass sie sich irgendwie mal mit Pferdis so ein bisschen anfreundet. Aber... Ja... Genau, sie will sich ja eh auch mit Aurora Freundschaft schließen. So, und du möchtest Mia beschnüffeln. So, und du kannst hier ja mal die Hand beschnüffeln lassen. Hallo Hund, was macht... Ah, Hund folgt. Hund kann kauen gehen. Du möchtest mal David beschnüffeln. Können wir gerne machen. Du gehst kratzen, okay. Unbegrenzt arbeiten, 2 Stunden arbeiten. Eine Symphonie sehen. Gibt es denn gerade eine Symphonie, die wir sehen können? Ich finde das immer cool, wenn die so einen Wunsch haben, aber ich weiß dann immer nicht so, wann passiert das denn? Weil aktuell sind es Filme, die wir haben. Das ist doch auch im Theater, ne? Im Theater nach. Ah, am Wochenende sollen die auftreten. Okay. Worüber Logik kaufen brauchst du jetzt nicht. Aber genau, du kannst ja irgendwie mal 2 Stunden arbeiten, danach kannst du schlafen gehen. Das ist doch mal was. Steigert das hier seine Leistung? Keine Ahnung.
Du kannst dann mal absteigen. So. Kannst du vielleicht danach mal hier mit dem Pferdeball spielen? Eintreten, pieseln und ein Nickerchen machen. Das war so der Plan. Alter, dieses Kind ist hier in den Schnee rausgekommen für dich, Aurora. Und du gehst einfach. Mach du mal dein Bett und dann kannst du mal Hausaufgaben machen. Das Pferd möchte nämlich nicht mit dir Sachen. Naja. So, genau, du bist abgestiegen. Dann kannst du. Die Näpfe sind noch voll, ne? Ja. Dann kannst du mal was zu Abend essen. Wie wäre es, wenn wir dann nochmal was servieren? Weil wir haben aktuell nur Fish and Chips. Hier, wie wäre es mit Chinapfanne? Das haben wir ja relativ neu gelernt. Das wäre doch mal ganz gut. Vielleicht wollt ihr beiden noch zu Abend essen nachher. Genau, wenn Sophia auch gekocht hat. Können die beiden ja eigentlich mal zu Abend essen gleich noch. So, wie sieht's bei dir aus? Ja, du kannst in den Stall gehen. Einfach nur Heu fressen und dein Nickerchen machen. Wie sieht's bei Rora aus? Ja, jetzt kannst du mit dem Pferdeball spielen. Knöpfen, genau, mit dem Pferdeball spielen, dann hier reingehen, pieseln und ein Nickerchen machen. Du kannst danach hier noch so ein bisschen grasen und dann dein Nickerchen machen. Ach, Aurora. Naja. Du möchtest mit ihm auf dem Teichschlittschuh laufen. Es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht alles erst vor kurzem gemacht. Warum kriegst du diesen Wunsch 10-mal? Dann grast du mal hier. Dann kannst du nämlich auch dein Nickerchen machen. So nach und nach gehen dann alle mal in den Stall. Das sieht schon mal gut aus. Du kannst dann eigentlich auch mal hier schlafen gehen. Die Katze schläft und macht sowieso mal, wann sie will. Du kannst dann auf jeden Fall auch zum Abendessen runterkommen. Wie weit sind wir denn jetzt mit dem Buch? Nochmal testen. 93%. Oh, vielleicht wird das noch was, Leon. Vielleicht wird das ja noch was. So, kein Teller nehmen. Also, du kannst mal aufstehen. Du bist ja sogar genau jetzt fertig. Du kannst dann hier runterkommen. Dann können wir nämlich tatsächlich mal zum Essen rufen. Amelie, David, Leon und Sophia. Ja, nee, eigentlich die Kleine eigentlich auch. Eigentlich können wir alle hier mal zum Essen rufen. Kann die Kleine auch runterkommen? Hat ihre. Ach so, nee, die muss ja noch ihre Hausaufgaben machen. Okay. Dann sie nicht. Sorry, aber wer seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, der darf nicht essen. Nein, aber das finde ich gerade wichtiger als Essen, weil so hungrig ist sie halt noch nicht. Dann können die anderen aber schon mal zum Essen runterkommen. Sehr schön. Genau, du kommst auch essen. Das ist doch super. Gemeinsames Abendessen hier mit allen. Finde ich gut. Da ist auch Sophia. Nicht Sophia, Amelie. Übrigens nicht Emily, sondern Amelie. Also mit einem A. Ich glaube auch, dass die Namen alle in der Videobeschreibung stehen. Also Davids Namen jetzt nicht, aber ich finde Davids Namen ist auch relativ einfach. So, David halt. Den schreibt man normalerweise immer gleich. Gibt bestimmt auch abgefahrene Schreibweisen für David, aber der ist ganz normal geschrieben eigentlich. So, dann. Wie ich die ganze Zeit mit Leon in die Sterne schauen will. Der Wunsch hat sie irgendwie ständig. So, dann kannst du vielleicht nochmal duschen gehen. Vielleicht kannst du nochmal hier weiterschreiben. So ein ganz kleines bisschen jedenfalls. Oder,
Ja, musst du ja nicht unbedingt. Jetzt habe ich das Falsche weggeklickt. Egal, dann macht ihr das einfach nochmal. Du kannst nochmal weiter hier Schach üben. Du kannst auf jeden Fall dann mal aufräumen und dann mal schlafen gehen. Ah ja, genau. Jetzt habe ich das die ganze Zeit gar nicht angesprochen. Vielleicht mache ich das nächste Folge, keine Ahnung. Ich kann es auf jeden Fall einfach jetzt mal ansprechen. Der Grund, warum David sein eigenes Zimmer bekommen hat, ist, dass, ja, keine Ahnung, nicht jedes Paar möchte, sobald sie zusammen sind, für immer nur in einem Raum sein und nie mehr wieder irgendwie so einen eigenen Platz für sich haben, sondern ja, vielen ist es halt auch wichtig oder generell ist es, glaube ich, auch gesund, wenn man so seinen eigenen Platz für sich hat. Und das ist halt Davids Raum. Das heißt, er hat hier seinen eigenen Schreibtisch, an dem er halt arbeiten kann, ganz in Ruhe und ungestört. Und er kann halt eben auch hier schlafen gehen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn er irgendwie nachts noch ein paar Stunden arbeiten möchte an seinem Job und sowas und da machen möchte. Also bei seiner Medizinkarriere kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht. Okay, ich dachte mir jetzt schon, wo ist sie? Hä? Du hast deine Hausaufgaben immer noch nicht gemacht? Sag mal, Mia! Was ist denn mit dir? Warum macht ihr denn ihre Hausaufgaben nicht? Ich habe gedacht, so, ja, ich schicke sie ihre Hausaufgaben machen, dann macht die. Jetzt mach gefälligst deine Hausaufgaben. Und früher kommst du auch nicht ins Bett und Essen kriegst du auch nicht. So. Dann ist sie halt müde morgen. Dafür kann ich ja nichts. Wenn sie nicht ordentlich Hausaufgaben macht. So. Genau, also was ich mir gerade so vorstellen kann, wenn er jetzt irgendwie noch lange arbeitet oder sowas, bei der Medizinkarriere kann ich mir halt vorstellen, dass er noch irgendwelche Berichte schreiben muss über die Dinge, die er da halt so gemacht hat, die man sonst vielleicht irgendwie auf Arbeit machen kann. Er nimmt die halt mit nach Hause, dann kann er irgendwie mehr so praktisch arbeiten, in der Klinik und kann dann halt dieses ganze Geschreibe zu Hause machen. So kann ich mir das vorstellen. Und wenn aber Mia dann halt schon schlafen muss, wenn Amelie dann schon schlafen muss, wenn sie dann halt schon müde ist, dann kann sie das halt einfach machen, ohne dass sie irgendwie von David gestört wird, der dann eben noch am Schreiben ist und sowas. Also es ist nicht so, als ob jedes Paar, sobald sie zusammen sind, dann für immer nur aufeinander hocken müssen, als ob die sich immer alle ein Bett teilen müssen und so. Und das ist einfach das, was ich euch so zeigen wollte, weil das war damals auch schon so, als ich halt mal mein früheres, meine frühere Wohnung mit meinem Ex-Freund gezeigt habe. Also mit dem bin ich halt nicht mehr zusammen. Aber als ich mit dem zusammengezogen bin und sowas, hatten wir auch jeder einen eigenen Raum, was halt auch gut ist, weil das halt einfach so besser war. Und dann halt so wahnsinnig viele Leute, die da runtergeschrieben haben und erstmal sich überhaupt angemaßt haben, irgendwie so eine Meinung dazu zu haben, wie ich denn mit meinem damaligen Freund zu wohnen habe, dass wir uns unbedingt ein Bett teilen müssen, weil ihr ja ein Urteil darüber geben könnt, wie meine Beziehung ist. Und davon abgesehen halt eben dieses Bild von wegen, ein Paar muss immer zusammenschlafen, muss immer zusammen sein und nicht, dass man irgendwie noch so seinen eigenen Bereich für sich haben darf. Und das, da dachte ich mir halt, also da dachte ich mir halt, okay, ich muss das irgendwie ansprechen, weil für mich war das halt vollkommen normal, dass nicht jeder halt immer aufeinander hocken muss. Aber klar, irgendwie in Serien und sowas wird das immer nur dargestellt, dass alle Paare immer zusammenschlafen und dass die immer alle aneinander hängen und sowas. Und gerade wenn man irgendwie selber noch keine Beziehung hatte, dann kann man sich das auch nicht vorstellen, dass das halt auch anders geht. Und deswegen dachte ich, bringe ich das in das Let's Play rein, dass wir hier ein Paar haben, die aber trotzdem ihren eigenen Raum haben, die jeder ihr eigenes Zimmer haben und halt auch nicht immer zusammenschlafen. Das heißt ja nicht, dass sie sich weniger mögen. Das heißt nur, dass sie ihren eigenen gegenseitigen Raum respektieren. Das finde ich halt auch wichtig. Und man kann natürlich sagen, so, ja, es ist doch nur Sims, aber ich habe ja jetzt erklärt, warum ich es euch zeige, weil halt eben, ne, also halt auch mit Sims und sowas kann man halt Dinge draus lernen und kann man Sachen besser verstehen.
Und deswegen habe ich das gemacht. Auch wenn das jetzt zum Ende der Folge ist, wo das wahrscheinlich keine Sau mehr hört. Aber ja, vielleicht spreche ich es demnächst nochmal an, wenn irgendwie nochmal ein paar Fragen aufkommen, wenn nochmal ein paar Leute schreiben, so, hä, warum haben die jeder ein eigenes Zimmer? Weil die das halt so wollen, weil sie sich besser fühlen damit. Aber wie gesagt, Amelies Zimmer werde ich demnächst auch nochmal irgendwann umgestalten. Vielleicht, wenn sie irgendwann mal in Davids Raum mitschläft oder auswärts schläft oder keine Ahnung was. Weil ich dieses Umbauen halt eigentlich immer zwischen den Folgen machen möchte und dann schläft sie meistens. Aber ich möchte halt hier alles nochmal so ein bisschen umstellen und so. Und dafür sollte sie halt dann nicht in dem Bett schlafen. Genau, das habe ich vor. Das mache ich irgendwann demnächst, wenn es sich anbietet. Dass ihr Raum dann auch mal ein bisschen erwachsener aussieht, weil aktuell sieht er doch noch sehr teeniehaft aus. Und ja, dann sehen wir uns aber das nächste Mal. Wie gesagt, das war jetzt irgendwie auch nicht als Angriff oder sowas gesehen. Euch das zu erklären, warum ich das mache. Das war einfach nur, euch zu erklären, warum ich das mache und warum ich das auch wichtig fand, warum ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich sollte das mal machen. Einfach weil ich gesehen habe, was Leute da so für Meinung zu haben und das mal so quasi in anderes Licht zu rücken. Dass Zusammensein nicht bedeutet, dass man auch 24/7 aufeinander hocken muss. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und ja. Bis dahin. Noch 6 Tage, Moment, noch 3 Tage, noch 4 Tage. Moment, 3 Tage. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Am Freitag wird sie wahrscheinlich älter und sie am Samstag. Okay, sie wird eine Erwachsene am Freitag. Ich wollte eigentlich wollte ich erst noch, dass die beiden heiraten, bevor sie ein Kind bekommen. Das heißt, dann wird Amelie schon eine Erwachsene sein. Das sollte aber kein Problem sein. Also, dass die beiden erwachsen sind, bevor sie Kinder bekommen. Aber ich möchte eigentlich erst, dass die beiden noch irgendwie ein süßes, romantisches Date haben, dann heiraten, vielleicht im Frühling. Im Frühling heiraten, das sind noch 7 Tage hin. Puh. Und dann halt ein Kind bekommen. Das war so mein Plan. ja, naja, werden wir dann sehen. Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Tschüss, Leute.